Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte eigentlich heute was ganz Einfaches machen: Bremsscheiben wechseln ohne euch. Naja, und dann ist mir das hier aufgefallen und da dachte ich mir, da muss ich unbedingt ein Video drehen, weil das ist mir auch schon öfters passiert. Ich habe das auch schon in einem Video drin. Und zwar, wenn diese Schraube hier für die Radnabenverbindung Bremsscheibe abreißt, was macht man da? Und die beste Möglichkeit ist es herausdrehen oder ja, man kann jetzt versuchen, also eigentlich ist es jetzt schon verbockt, weil mir ist das nicht passiert, das ist dem Vorgänger passiert. Also es gibt die Möglichkeit, wenn hier doch was absteht, dass man hergeht mit einem Schraubenzieher, viel Rostlöser und versucht durch Schlagen, ja, durch so ein schräges Schlagen die Schraube in Bewegung zu setzen und dadurch kriegt man die Schraube hin und wieder raus. In dem Fall ist sie schon glatt poliert gewesen und da gibt es nicht viele Möglichkeiten, außer das links ausdrehen oder eine Schraube aufschweißen, eine Mutter aufschweißen und dann versuchen nochmal herauszudrehen. Gut, in meinem Fall machen wir es so, wir werden das mit einem Linksausdreher versuchen herauszuschrauben und das zeige ich euch in dem Video. Ganz wichtig, bevor ihr mit so einer Sache anfängt, glatt polieren die Oberfläche, ja, das ist ganz wichtig, sonst habt ihr echt ein Problem. Und in der Mitte ansetzen und dann wirklich einen Punkt setzen in der Mitte. Das ist ganz essentiell, weil sobald ihr hier beim, ich werde jetzt das Ganze links ausdrehen, mit einem Linksausdreher ausdrehen, sobald ihr da ein bisschen versetzt seid, habt ihr eigentlich schon verloren. Da habt ihr keine Chance, da bricht euch der Linksausdreher ab. So. Also so sieht mein Bohrloch jetzt aus, ja. Das ist ganz wichtig, dass es mittig ist. Man sieht innen hoffentlich, dass da nur Material ist, kein Gewindegang. Also sollte eigentlich passen. Ich benutze so einen Linksausdreher. Hoffentlich reißen wir den nicht ab. Ich glaube, an der Stelle ist jetzt schon zu groß gebohrt. Okay, und mein anderer Linksausdreher ist defekt. Also war mal, den hatte ich mal. Also bleibt hier, eigentlich habe ich zu groß gebohrt, Jungs. Also 3,5 mm bohren, nicht 4 mm Scheibenkleister. Okay, gut, so ist halt. Gucken wir mal, ob wir mit einem Torx das loskriegen. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Sieht schlecht aus. Also wir schneiden jetzt ein Gewinde. Das vorher habe ich ein bisschen verbockt. Das mit zwei Markierungen, also die Anfangsreihenfolge ist folgendes, mit einer Markierung, mit zwei Markierungen, mit keiner Markierung. Das war komisch, ist aber irgendwie so, ja, historisch bedingt. Ich hätte es halt jetzt andersrum gemacht, mit drei Markierungen hätte ich halt den letzten oder mit keiner Markierung angefangen. Aber es ist, wie es ist. So, jetzt mit zwei Markierungen. Immer schwierig den Anfang zu finden von den Vorgewinde. Immer den Span dann brechen nach zwei, drei Umdrehungen. Ich glaube, wir haben das alte Gewinde genau getroffen. Testen wir das mal mit der neuen Schraube, die da reingehört. Sieht super aus.
Ich lege jetzt einfach mal die alte Bremsscheibe drauf. Liegt aber nicht daran, dass ich die wiederverwenden möchte, sondern liegt daran, dass ich jetzt erstmal hier alles reinigen müsste. Und ich will nicht meine neuen Bremsscheiben verdrecken. Ja, also sieht auch sehr gut aus. So, wir sehen, dass es alles passt. Radschrauben gehen auch gut rein und sind auch alle zentrisch. Also, so sieht es nach der Reparatur aus. Ihr seht, dass die Radschrauben alle ohne Probleme reingehen. Und damit ist man fertig. Ich mache jetzt hier weiter und montiere meine Bremsscheiben und Bremsbeläge. Wichtig noch für euch, falls hier Späne sind im Bereich des ABS-Rings, ich werde das ja alles jetzt reinigen, dann müsst ihr diese entfernen, ausboosten, denn die können dazu führen, dass der Sensor gestört wird und ihr Probleme mit dem ABS habt. Ich hoffe, das Video hilft den einen oder anderen. Ich mache jetzt natürlich hier weiter. Hier oben beim Ausrufezeichen könnt ihr euch das anschauen, wie ich Bremsscheiben und Bremsbeläge auf die andere Seite getauscht habe. Der einzige Unterschied hier ist eine Verschleißanzeige, auf der anderen Seite nicht. Das heißt, der ist einseitig, wo er den Verschleiß der Beläge abnimmt. Ja. Drüben habe ich es einfach abgeknipst und hier ist die Verschleißanzeige da und dementsprechend muss die noch angeschlossen werden. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und gebt mir noch einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Adam Wilczek von MechTU. Ich würde sagen, bis dann.